Ja, man glaubt es kaum, aber hier ist ein Wanderweg. Wobei ich da noch nie einen anderen Wanderer getroffen habe. Oder einen anderen Menschen. Technisch mit Absturzoption. Ach, ist wieder safe. Okay. Ach, geil. Das habe ich vorher auch noch nie geschafft gehabt. So, jetzt gemüßig. Ja, siehst du, ich habe heute sogar meine Astschere mit. Da werde ich den ausschneiden. Unten durch oder oben drüber? Ah, unten durch. Gute Entscheidung. Ja, auch gut rumgekommen. Habe ich mich bisher immer am Baum anlehnen müssen. Also es gibt doch immer wieder Fortschritte. Okay, ein bisschen eng. Nur 10 Meter auf jeden Fall. Das ist schnell. Irre. Wie ist da an? Ein Schild Umleitung. Tini, was ist los? Warum legst du da so einen Sprint hin? Komm mir da kaum nach. Puh. Wahnsinn. Ah, ich habe ständig Spinnweben im Gesicht und das kitzelt fürchterlich. Also sehr knifflige Stelle, weil es auch extrem steil ist. Komm, Tini. Super.
Ja, und so geht der Weg hier immer am Bergrücken entlang. Mal flach, mal steil. So. Wunderschön. Genau, und da zweige ich jetzt ab und fahre links. Man kommt den Forststraßen immer wieder sehr nahe. Boah, aber braucht sie nie. Aber gut zu wissen, wenn man da mal in ein Gewitter kommt, könnte man auf die Forststraße flüchten. Wobei ich gar nicht weiß, wo die dann hinführt. Das habe ich mir noch nie angeschaut auf der Karte. Ah, ist das ein geiles Wegerl hier. So schön. Vor ein paar Tagen habe ich manuell wieder mal geübt. Das habe ich hinten, hinterer Muskel am Oberschenkel gelangt. Muskelkater. Na, oh, das ist schön steil. Geschafft. Immer steiler. Ja, da muss ich schon sehr weit nach vorne gehen, damit es mich nicht nach hinten überschlägt. Ups. Gut, geschafft. Knifflige Kurve. Das knackst hinten ab und zu. Das ist bei den alten Laufrädern stärker und häufiger gemacht. Das könnte die Bremsscheibe sein. Die habe ich schon mal nachziehen müssen. Die ist locker. Also an sich war es eh mit dem Solldrehmoment angeschraubt, aber trotzdem war sie locker. Wenn ich nämlich rückwärts fahre und dann bremse, hat sie sich zur einen Seite bewegt und dann nach dem Vorfahren und Bremsen wieder zur anderen. So, jetzt sind wir Hütte. Wobei das völlig erstaunlich ist, wie die dahin gebaut wurde, weil die nächste Forststraße ist recht weit entfernt. Und ups, das ganze Material daher zu schaffen, war sicher nicht leicht. Gut. So, und da unten steht dann irgendwo das Auto. Fertig. Thank you.
Fisch. Ist noch so richtig steil. Zur Kühlung habe ich die Bremse hinten feucht gemacht. Jetzt quietscht sie gleich wieder. Okay. Blindflug. Scharf. Geil. Hoppa. Hola, Amastini. So, durch die Beine so durch. Guten Tag. Ah, jetzt nur noch ein paar Meter am Asphalt und dann sind wir wieder beim Auto. Jetzt habe ich da noch drei Punkte übrig. Könnte ich fast noch eine Tour fahren.